Ich freue mich heute hier zu sein, weil das Thema, das zum Vortrag gestellt wurde und das für mich ganz wichtig ist, greift den Kern unserer gesellschaftspolitischen Perspektive an. Wie kann man die soziale Marktwirtschaft, ein Erfolgskonzept des 20. Jahrhunderts, ganz unbestritten im 21. Jahrhundert weiterentwickeln und wie kann man es darüber hinaus noch produktiver machen. Ich möchte, bevor ich auf die PowerPoint-Präsentation komme, einige Vorbemerkungen machen. Ich zitiere einmal aus einer Schrift, die gut 2 Jahre alt ist. Ich sage dann, wo sie und aus welchem Grund sie entstanden ist. Ein existenzsicherndes Mindesteinkommen ist wesentlicher Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft. Angesichts absehbarer finanzieller Herausforderungen an die sozialen Sicherungssysteme, offensichtlicher Fehlanreize und zunehmender Unübersichtlichkeit ist es an der Zeit, neue Konzepte wie negative Einkommensteuer, Flattex, solidarisches Bürgergeld und Grundeinkommen wissenschaftlich und politisch zu analysieren. Mindestlöhne werden sich gegen die Erwerbstätigen selbst richten, weil sie zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Das Ziel ist ein existenzsicherndes Mindesteinkommen. Dieses Zitat habe ich entnommen aus einer Schrift, die vor gut 2 Jahren zum 60. Geburtstag der sozialen Marktwirtschaft entstanden ist. Sie wissen vielleicht, im Besonderen die Wirtschaft studieren, dass Ludwig Erhard am 20. Juni 1948 mit einem sehr mutigen Schritt etwas für die damalige Politikwelt und auch die Öffentlichkeit ganz Unerwartetes getan hat. Er hat die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Er hatte die Aufgabe, die Währungsreform in der sogenannten Bizone umzusetzen. Das war seine Aufgabe. Und es war ja noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und er als Bekennender der Freiburger Schule, der zusammen mit Walter Eucken, mit Röpke, mit Böhm und vielen anderen über Jahre dieses Konzept der sozialen Marktwirtschaft entwickelt hat, auch ein Konzept, das aus den Erfahrungen des Kapitalismus, wie so manchen Erfahrungen früher sozialistischer Versuche generiert war, hat sich in dieser Zeit von Not und Mangel in Deutschland gedacht, das ist eine gute Stunde, um die Bewirtschaftung der Märkte abzuschaffen. Sie wissen, dass zu diesem Zeitpunkt in den Besatzungszonen die wesentlichsten Märkte bewirtschaftet waren, Wohnungsmarkt, Lebensmittelmarkt und so weiter. Und mit seinem Schritt hat er etwas getan, das die politische Welt schockiert hat. Der amerikanische Auftragte Lucius Clay hat ihn eingestellt, hat ihm eine Vorhaltung gemacht, wie er dazu käme, Regeln zu ändern. Seine Aussage kurz und knapp: Ich habe keine Regeln geändert, ich habe sie abgeschafft. Die politische Klasse war konsterniert. Wenn ich alle Zitate sage, die zu diesem Zeitpunkt von Sozialdemokraten und auch von Christdemokraten gesagt worden ist, würden manche ungläubig schauen. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund hat im Herbst des gleichen Jahres den ersten und letzten Generalstreik der Bundesrepublik Deutschland initiiert. Wenige Jahre später gab es in Deutschland West, so musste man dann ja leider sagen, über 40 Jahre waren wir geteilt, eine große Fangemeinde dieser Idee der sozialen Marktwirtschaft. Denn der Markt entfaltete genau das, was Ludwig Erhard, die Freiburger Schule, der Ordoliberalismus gesagt haben: dynamische Kräfte. Dynamische Kräfte, die im Wettbewerb zu Wohlstand führen. Später wurde das dann immer Wirtschaftswunder genannt. Es war ein erarbeitetes, ein erfolgreiches Jahrzehnt, das in den 50er Jahren folgte. Warum ich damit anfange,
Weil in dieser Schrift, das ist ein jener Aufruf zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft, ganz viele Volkswirte, Wissenschaftsinstitute Deutschlands versammelt waren und in einer wissenschaftlichen Art und Weise im Symposium diskutiert haben und in dieser Schrift deutlich gemacht haben, an dieser Stelle, wie wichtig es ist, diese Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, das ist umfassend dort aufgeführt, zu erhalten, wie wichtig es aber auch ist, in der sozialen Marktwirtschaft für Mindesteinkommen zu sorgen. Wie man dahin kommt, da gibt es verschiedene Wege. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer vorletzten Wahlperiode eine Regierungserklärung gehalten unter der Überschrift "Lassen Sie uns mehr Freiheit wagen". Das ist die eine Seite. Diejenigen, die auf Freiheit setzen und diejenigen, die dann auch sagen, wir brauchen eine Weiterentwicklung der bestehenden Regularien. Es gibt dann auch die andere Beschreibungsseite. Ein Philosoph, der in Jena lehrt, Professor Kudalle, hat einmal formuliert, die Globalisierung zerreißt die Zivilgesellschaft und die Politik und die Institutionen reagieren mit rasendem Stillstand. Ich will sagen, wir haben nicht wirklich Antworten auf die Veränderungen, die uns die Globalisierung bringt. Ein anderer, der in Deutschland als Unternehmensberater inzwischen tätig ist, aber viele Jahre auch als Psychologe und Psychotherapeut, als Wissenschaftler tätig war, Professor Kruse, sagt mit einem Kurzsatz, vielleicht ist das auch wichtig, weil die Menschen es so wollen. Er sagt kurz und knapp, die Mehrheit geht nach dem Motto, lieber ein bekanntes Elend als eine unbekannte Folge. Ich will auch einen wichtigen Hinweis geben, wir sind als Menschen in aller Regel vom Ist so geprägt, dass wir uns vom Möglichen von morgen, von den Veränderungen eher fürchten. Und dass die Globalisierung nun dramatische Veränderungen in Folge hat, brauche ich hier vor Studierenden nicht sagen. Übrigens, die deutsche Einheit ist eine Folge der Globalisierung. Denn der Zerfall des Kommunismus ist natürlich, und da war ich dabei mit vielen anderen, auch durch Demonstrationen und vieles weitere, dann am Ende erreicht worden. Aber dass er zerfallen ist, hängt mit seiner Grundstruktur zusammen. Sein Nichtverständnis des Menschen, mit seiner Einengung der Freiheit und mit seiner Vorstellung, er könnte anstelle des Marktes Plan setzen. Das war schon bei Marx ein Fehler, der glaubte, man könne anstelle des Marktes eine andere Ordnung setzen, die geplant wird. Und in der Realität hat sich überall auf der Welt gezeigt, eine solche Ordnung scheitert menschlich, politisch und wirtschaftlich. Michael Friedman, ein sehr bekannter Publizist aus Amerika, hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, The World is Flat. Und er hat das Buch interessanterweise begonnen mit Thesen. Und die erste These ist 9. November 1989, also Mauerfall. Damit war sozusagen der letzte Punkt weg, der die Welt teilte. Und damit der Punkt, der die Welt Einbruch gegeben. Die zweite These setzt dann auf die absolute Informationsentwicklung und auf die Informationsvielfalt, Netscape, also worldwide, die Entwicklung des Internet, die Möglichkeit, überall an jedem Ort dieser Welt Informationen zur Verfügung zu haben, wo Informationen, Wissen und Menschen zusammenkommen, kann etwas Produktives, Kreatives entstehen, egal ob in Indien oder in Deutschland, egal ob in Amerika oder in Afrika. Und deshalb glaube ich, wir müssen, genau dazu dient auch der Vorschlag, eine offene Debatte dazu führen,
wenn wir die soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert prolongieren wollen und gleichzeitig dafür Sorge tragen wollen, dass sie auch weltweit mit ihren Grundregeln ankommt, etwas für das Kernland der sozialen Marktwirtschaft Deutschland tun. Soziale Marktwirtschaft also als unbedingtes Zukunftsprojekt, zweimal mit Erfolg umgesetzt, einmal nach 1948-49, einmal nach 1990 mit der Wiedervereinigung. Deutschlands braucht eine weitere. Und die soziale Marktwirtschaft steht auf zwei wesentlichen Fundamentsäulen: Freiheit des Marktes auf der einen und sozialer Ausgleich, subsidiär gesicherter sozialer Ausgleich, nicht Verteilungsausgleich, auf der anderen. Und manche, die soziale Marktwirtschaft gern trennen wollen, Soziales und Marktwirtschaft in zwei unterschiedlichen Kampfpositionen sehen wir irren. Nur in dem Gemeinsamen ist die soziale Marktwirtschaft auch eine wirklich gesellschaftstragende und gesellschaftsformende Idee. Nun gab es auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Erscheinungen und besondere Ergebnisse gesellschaftlicher Entwicklungen, die uns zu Veränderungen gezwungen hätten, aber vielfach wurde weggeschaut. Ich nehme mal die demografische. Ab den 70er Jahren war klar und wurde immer klarer, unser Rentensystem, die 57 eingeführt, kann unter den dramatischen Änderungen durch demografische Entwicklung und Alterung der Gesellschaft, was ein großes Glück für uns alle ist, und gleichzeitig dem ständigen Zuwachs am medizinischen Fortschritt so nicht halten. Weil zwei wesentliche Weichenstellungen in diesem Rentenversicherungssystem nicht umgesetzt wurden, die übrigens die Erfinder mit vorgesehen haben. Schreiber und andere, die damals in den 50er Jahren das Konzept entwickelt hatten, haben nämlich zwei Elemente mitdefiniert, die leider nicht umgesetzt worden sind. Das eine Element, die sogenannte Kinderkomponente, also ins System integrieren, die Frage, wie der generative Beitrag des Einzelnen, der Familie, der Gesamtgesellschaft ist. Da hat Adenauer den schönen Satz gesagt, Kinder bekommen die Leute immer. Weg war das Thema. Ist das ein möglicherweise damals richtiger Ausspruch war, wissen wir, aber schon ab den 70er Jahren hat sich da viel nicht. Und das Zweite, keine Rentenauszahlung gegen die Mathematik, das heißt ein Versicherungssystem wird es. Ein reines Versicherungssystem der Versicherung. Heißt, Einzahlung bestimmt Auszahlung. Heißt, wenn wirtschaftlich problematische Zeiten da sind und sie sind immer einmal da, dann muss ich das auch widerspiegeln. Das heißt, nicht gegen die Mathematik, nicht Subventionen durch den Staat zum Beispiel. Inzwischen werden 80 Milliarden in die Rentenversicherung Jahr für Jahr gegeben, damit es auszahlungsfähig bleibt, das System. Und das ist keine kleine Summe, sondern etwa ein Drittel. Also schon ein beachtlicher Bestandteil. Im Gegenteil, es wurde sogar noch später sozusagen die Perversion der Anfangsfehler betrieben, indem man die Auszahlung der Rente an die Höhe kommt. Das ist dann natürlich sozusagen ein Übertreiben der negativen Einflüsse. Denn damit machte man eine aktive volkswirtschaftliche Größe als bestimmend für die Auszahlung von Renten. Kann ja nicht funktionieren. Die aktive wirtschaftliche Situation bestimmt über die Einzahlung, keine Frage, durch die Löhne etc. pp. Aber sie darf nicht über die Auszahlung bestimmen. Nach 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren werden sie das nicht ändern. Man kann heute demografische Faktoren und vieles andere einbringen. Man repariert dann aber immer so, dass wenn man das mit einer Straße vergleicht, halt die Löcher zugemacht werden, die immer wieder nach dem Winter aufbrechen. Aber unten drunter, im Grundlegenden, bleibt es ein System, das sich trägt. Und wenn Sie bei der Arbeitslosigkeit schauen, dann sind wir derzeit in Deutschland wieder in leicht euphorisierter Verfassung. Keine Frage, ich freue mich auch darüber, dass wir einen wachsenden Arbeitsmarkt haben, dass die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgeht.
schauen Sie einmal ganz tief in die Statistik. Und zwar, Volkswirte, Betriebswirte empfehlen nicht langfristige Statistiken. Ab den 70er Jahren. Wenn Sie eines feststellen, die Sockelarbeitslosigkeit im Grundsatz bei allen konjunkturellen Schwankungen ist leider kontinuierlich gestiegen. Und zweitens werden Sie feststellen, dass wir in Deutschland ein Sonderfall sind. Die übergroße Zahl im Vergleich zu OECD-Staaten und auch der EU-15 ist bei uns im übergroßen Maße und weniger qualifizierte Gruppe. Über 20% der Langzeitarbeitslosen. Das sind EU-15 unter 10 und der OECD um 11%. Und drittens, Hartz IV, die Lösung der Probleme, vor einigen Jahren, keine Frage, es war ein politischer Konsens der großen Volksparteien am Ende. Aber schauen Sie rein ins System, trotz Konjunktur, Hartz IV-Zahlen nehmen nicht ab. Im Gegenteil, Kontinuität immer schon. Warum das so ist, kann man im Detail nachfragen. Denn hier besteht ja so etwas wie ein Mindesteinkommen. Aber wahrscheinlich sind die Bedingungen, unter denen es gezahlt wird, oder unter denen man wieder in Arbeit käme oder kommt, so dass die Schwelle zu hoch ist. Transfer zu fast 80% schon von und so weiter und so weiter. Etwas, was mit Freiheit zu tun hat. Freiheit, sich auch zu entscheiden, wieder einen neuen Weg zu gehen. Und letzter Punkt, Sie können auch auf die gesamtstaatlichen Sozialausgaben gehen. Und werden Sie auch da feststellen, da hat sich sehr viel getan in diesen Jahrzehnten Deutschlands. Sicher sind auch die Bedarfe gewachsen. Man muss ja das Bruttosozialprodukt insgesamt anschauen. Das solidarische Bürgergeld will ein paar manchmal auch diskutierte Antipolen versuchen zu versöhnen. Freiheit und Sicherheit. Liberale Hochschulgruppe, da liegt es schon im Namen, Freiheit trotzdem. Für jeden ist Freiheit ein hohes Gut. Aber, geben zu bedenken, es gab in unserer Vorzeit immer einmal wieder dann Angriffe auf die Freiheit und auch sogar manchmal den Wunsch dann, diesen Angriffen Folge zu leisten, wenn die Menschen in ihrer Sicherheit, in ihrer persönlichen oder gesellschaftlichen Sicherheit, oder auch in ihren Gerechtigkeit und Gleichheitsempfinden stark benachteiligt sich. Daraus haben Diktatoren, daraus haben Autokratien und andere ihren Stoff gemacht. Und am Anfang war das in aller Regel auch jedenfalls nicht vollkommen abgelehnt. Auch am Anfang des Sozialismus, der ja mit Unfreiheit begann und endete, dann eine gewisse Euphorie völlig hin. Das könnte jetzt das Paradies werden. Das zweite, Solidarität und Leistung. Dass wir eine Gesellschaft sind, die die Ordnungsprinzipien Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl hat, ist unstreitig. Aber Solidarität und Leistung muss sich verbinden. Manche sagen auch eine subsidiär verantwortete Solidarität. Oder Vertrauen und Eigenverantwortung. Oder auch Existenzsicherung und Motivation. Ich gebe gerne zu, das Modell setzt mehr auf die Freiburger Schule und dieses Denken als auf Lenin und dieses Denken. Das ist, glaube ich, deshalb wichtig, es zu sagen, weil manche den Begriff, den ich jetzt sage, falsch orientieren. Lenin ging davon aus und seine ganzen Jünger danach aus, auch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mag im Einzelnen, in der Familie, in Kleingruppen auch durchaus immer gelten, keine Frage. Aber wenn es gesellschaftlich geht, sozusagen als Maxime, dann sind wir in einer freiheitlichen Gesellschaft auf einer schwierigen Straße unterwegs. Deshalb umgekehrt, nicht Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser,
sondern Vertrauen geben. Und soweit das möglich ist, auch darauf setzen, dass der Mensch im Grundsatz persönlich wie auch in Gruppen wie gesellschaftlich am Ende des Tages bestrebt ist, Erfolg zu haben. Win-Win-Situationen, wie die Volkswirte dann sagen, zu erleben. Dazu muss man natürlich eine Gesellschaft auch so bauen, dass Win-Win-Situationen erfolgreich erreicht werden. Und man muss dem Leistungsanspruch immer Folge geben. Wenn Sie beim solidarischen Bürgergeld also diese eben besagten Punkte kurz nochmal anschauen, bei Arbeit, Arbeitslosigkeit und geringe Anreize, da meine ich nicht den, der Arbeit hat, arbeitslos wird und morgen wieder Arbeit bekommt, sondern da meine ich eben den, der in Arbeitslosigkeit fällt, weil das Unternehmen nicht mehr existiert, weil irgendetwas im Unternehmen passiert oder andere Gründe, und der dann eben über Arbeitslosengeld 1, 2 zu Hartz IV kommt. Transferen sucht schon. Zweitens, unsere generelle Problematik in Deutschland, unsere Lohnnebenkosten, Zusatzkosten, die immer wieder unsere Arbeit verteuern. Und wir haben gerade die Debatte wieder wegen der Freizügigkeit in Europa, die ja im nächsten Jahr in die nächste Stufe kommt, Osteuropa, Freizügigkeit. Und der Arbeitslohn ist zum Teil trotzdem nicht existenzsicher. Der Staat behilft sich über Zusatzzuschüsse. Zusatzkosten werden übernommen zum Teil oder aber es gibt bestimmte Zuschläge. Rente habe ich angesprochen, trotz der Tatsache, dass wir ein sicheres System glaubten, steigen Beiträge seit Jahren und in Wirklichkeit sinkt das Renten überhaupt seit Jahren. Und ich weiß, ich habe einen sehr berühmten Kollegen, wenn ich auf meine alte Funktion hinschaue, der immer noch davon ausgeht, die Renten sind sicher. Aber die Frage ist ja, was heißt denn das? Wenn ein nicht kleinerer Teil der Gesellschaft am Ende Grundrente kriegt, ist die Grundidee der Rentenversicherung, so wie sie in den 50er-Jahren eingeführt ist, dahin. Denn damit ist es nicht Lohn für Lebensleistung und Lebensarbeitsleistung. Generationenvertrag, Demografie habe ich angesprochen und dann am Ende eine Grundsicherung. Und bei Gesundheit und Pflege, das habe ich eben bewusst nicht erwähnt, weil das ja auch eine kräftige Debatte der Zeit Deutschland ist, dieser Versuch im heutigen System zwei Klassen zu vermeiden, aber wir haben jetzt die wiederholte Reform in Deutschland, Reformdebatte, die zu einer neuen Reform führt, richtig nachhaltig wird es nicht. Das ist nun also das ist die Idee, ein geringeres Grundeinkommen. Ich gehe durch manches schnell, weil das sich dann nachher leichter überschaut. In diesem solidarischen Bürgergeld integriert ist diese Gesundheits- und Pflegeprämie von 200 Euro, das ist auch gerechnet auf das heutige Niveau des Gesundheits- und Pflegesystems in Deutschland. Dazu müsste es, eine Pflichtversicherung für alle Menschen geben, die dann auch von privaten und gesetzlichen Kassen angeboten werden muss. Dann diese Möglichkeit, durch die Lebensarbeitszeit und den Lebensverdienst eine bis zum dreifachen hohe Bürgergeldrente als Zusatzrente zu bekommen, die dann ab dem Zeitpunkt des Renteneintritts je nach schon erdienter Höhe ausgezahlt wird und damit also zu der sogenannten Grundrente, also dieses solidarische Bürgergeld ist ja da, eben die Möglichkeit durch die Lebensleistung zusätzlich dann die bedarfsorientierte Unterstützung. Das ist eine wichtige Größe, die eingeführt wird und eingeführt werden muss, weil wir ja Bedarfe haben. Ich nehme jetzt eine Gruppe der benachteiligten Behinderten
oder eben auch aktuelles Thema der letzten Jahre Kostenunterkunft, die dann natürlich nach Antrag auch geprüft zusätzlich gezahlt werden. Das kann man nicht pauschalieren, das kann man auch nicht verallgemeinern, das muss man immer auch ein Stück gruppenspezifisch, aber auch allgemein individualisieren. Das sind also die drei Komponenten Bürgergeld, und dass die Gesundheitsprämie integriert ist und die maximal mögliche Zusatzrente. Wir haben ja in Deutschland schon lange die Debatte, es muss transparenter und nachvollziehbarer werden, auch dass wir das Bürgergeld erreichen. Wir haben uns entschieden, seit Jahren, auch schon beim Kostenkonzept, zu einem Flattex, ein Steuersatz, und jetzt im neuen Konzept, ein Steuersatz für alle, im alten waren es noch zwei. Diese 40%, und man kommt dann relativ einfach, ohne dass man da große Rechenkünste vollziehen muss, zum Ergebnis für jeden Einzelnen, also die 40% vom Einkommen, also der Steuersatz, davon werden die 600 Euro Bürgergeld abgezogen und dann ergibt sich die Einkommenssteuer, die dann entweder Minus oder Plus ist. Beispiel 1000 Euro Verdienst im Monat, 40% 400, minus 600, minus 200, also in dem Fall negative Einkommensteuer, das heißt die minus 200 Euro wurden ausgezahlt. Damit hätte derjenige 1200 Euro brutto, müsste dann 200 Euro Pflege und Gesundheit zahlen und hätte 1000 Euro netto. Ein echter Anreiz, auch Niedriglohnbereiche zu besetzen. Das Ganze kann man in jeder Größe durchrechnen, Beispiel 2000 Euro, also dann 800 Euro Steuern, minus 600 sind plus 200, also hätte er eine echte Steuerlast zu tragen von effektiv 200 Euro, wären also 1800 brutto und dann die entsprechende Pflegegesundheit noch abzuziehen. Auch dafür, meine ich, ist es wichtig, immer wieder zu werben, dass es transparent und einfach nachvollziehen wird, dann ergibt man auch als erstes den Widerspruch. Es wäre ungerecht, denn Sie können ja in Deutschland sofort ein Bierzelt zum Jubeln bringen, wenn Sie sagen, es ist ungerecht, wenn man einen Steuersatz hat, weil dann der Reiche weniger bezahlt. Weil die meisten Leute in der Mathematik irgendwann zur 6., 7. Klasse abgeschaltet haben. Deswegen nehmen Sie Steuersatz immer, die Prozente immer, als sozusagen ein Fixum, dass das was mit der Höhe zu tun hat, dass der 20% bezahlt und 1 Million verdient, erheblich mehr bezahlt als der vielleicht nur 5.000 verdient, weiß jeder genau die Mathematik berücksichtigt, aber es ist schwer, das zu vermitteln. Jetzt mal ein Beispiel für eine vierköpfige Familie mit Kindern, zwei Kindern, die sich das als Beispiel erleben könnte. Beim Lohn der Mutter, Lohn des Vaters, Lohn der Mutter bei 1200 Euro, also gering, würden sich minus 120 Euro Steuerschulden ergeben, die dann aber als negative Einkommenssteuer ausgezahlt würden und dann die Gesundheitsprämie abgezogen, netto 1120 Euro, beim Vater 2000 Euro und das gleiche durchgerechnet 1600 Euro netto und bei den Kindern. Das Bürgergeld ja in allen Lebenszeiten gezahlt, ob vom Kleinstkind bis zum Kreis, würde sich das Bürgergeld ja als Nettobürgergeld nach der Gesundheitsprämie ergeben, sodass die Gesamtfamilie 3.520 Euro Nettofamilieneinkommen hätte. Hier einmal ein Einkommensteuerverlauf, der deutlich macht, dass auch die Gerechtigkeitsfrage durch alle Einkommen durch Genüge getan werden, logischerweise. Und Sie sehen, dass die Schallgrenze bei 1500 Euro liegt, weil da genau 0 entsteht durch den Steuersatz. Da wird man 600 Euro Steuern zahlen, minus 600 Euro Bürgergeld ist 0 und damit wäre brutto netto. Und dann ergibt sich also dieser Verlauf. Wir haben deshalb eine Brutto- und eine Netto-Kurve noch zusätzlich aufgeführt, um deutlich zu machen, weil ja noch die Gesundheitszufriedenheit gezahlt werden muss, 200 Euro, der Grundstein im Netto, das
das Ganze auf die dicke Linie. Wir haben mal einen kleinen Vergleich von heute. Der Vergleich macht zum einen deutlich, dass die Arbeitgeber eine Entlastung haben, weil wir eine sogenannte Lohnsummenabgabe einführen, um das Ganze zu finanzieren und auch um die Arbeitgeber mit zu beteiligen an den gesellschaftlichen, sozialen, staatlichen Kosten. Sie ersetzen aber vollständig die Lohnnebenkosten um die 20% und deshalb sparen auch die Arbeitgeber, was am Ende aber ja dem Arbeitsmarkt zugutekommt. Arbeit wird kostengünstiger. Für Arbeitnehmer entfallen die Lohnnebenkosten vollständig. Und bei der Einkommensteuer, das kann man vielleicht nicht ganz gut alles lesen, die ist ja gestoppelt, ist von 14-45%, bekommen wir einen einheitlichen Satz von 40% und durch die Gesundheitsprämie abgezogen, durch die generelle Bürgergeldauszahlung von netto 400, brutto 600 Euro, hat jeder Einzelne einen Grundfreibetrag von im Jahr 12.000 Euro. Damit stellt sich auch der Steuerzahler bei 14% oder bei 45% Höchststeuersatz günstiger. Ich kann es auch erklären. Also wir machen halt sozusagen eine fiktive PowerPoint. Das soll deutlich machen, wie sich die Sozialversicherung in den letzten Jahren dargestellt haben. Da sind eigentlich Balken drüber, das stellen Sie sich jetzt alles nur vor. Aber Sie können davon ausgehen, dass das stimmt. 70er Jahre, 80er Jahre und heute. Die Sozialversicherungskosten sind kontinuierlich gestiegen, was ja auch diejenigen, die das langfristig schon begleitet haben, auch studieren, wissen. Und ich weiß, dass sich jede Regierung vornimmt, wir halten es aufrecht, dass wir die Sozialnebenkosten für Arbeitgeber in unserem unter 40% halten. Wenn Sie es anschauen, schwanken auch. Das ist mal 39, mal wieder 40, aber es ist nicht irgendwo eine wirklich positive Entwicklung mehr da, sondern die ist lange schon verlassen, nämlich mit der demografischen Entwicklung zusammen. Da müsste man gehen, was sind die. Das mit der demografischen Entwicklung zusammen und es hängt damit zusammen, dass die entsprechenden Gesundheitskosten in den letzten Jahren nicht kostengünstiger geworden sind, selbstverständlich. Okay, dann nehmen wir die Folie, die wir gut sehen können. Hier einmal, wie sich die Steuern- und Abgabenlast von Arbeitnehmern im alten und im neuen System für verschiedene Gehaltsgruppen, Gehaltshöhen einmal darstellen. 40.000 und 642 Euro durchschnittliches Jahreseinkommen. Und jetzt nach der heutigen Steuertabelle, da ist die Tafel so ein ganz klein wenig da drin, also es sind 17.313,49 Euro Steuerlast. Das ist nach Steuertabelle heute gerechnet. Es gibt ja diesen Steuer- und Abgabenrechner, den man auch im Internet anwählen kann und gibt das Gehalt ein und hat dann sofort das Ergebnis. Und da sind natürlich Sozialabgaben und Einkommensteuer, bei dieser Höhe hat man etwa 22,2% eingerechnet. Und in unserem neuen System bei der FedEx hat man ja diesen 12.000 Euro Steuerfreibetrag durch dieses Bürgergeld und kommt insgesamt für alles auf eine Einkommensteuerbelastung auf gut 28%. Das ist jetzt für einen Höhervertriebenen. Da kann man sehen, dass in dem linken Bereich, das steht dann 34.447 Euro Steuerlast, auch wieder Einkommensteuer von knapp 32%, Sozialabgaben und so weiter. Und in unserem Modell gleicher dann eine Steuerlast von 24.147 haben, also auch da eine Entlastung von rund 10.000 Euro im Jahr. Und bei dem
ganz niedrig verdienen, dem, der uns ja besonders am Herzen liegt, wenn es darum geht, die Schwelle wieder zur Arbeit zu finden, wo im Moment der Transferentzug besondere Probleme macht, haben wir durch den Steuerfreibetrag im neuen Modell eine besonders starke Entlastung. Im linken Modell beim Einkommen von gut 1.000 Euro. Wir sind bewusst über 1.000 Euro im Monat gegangen, weil damit dann ja eine gewisse Steuerlast heute im Modell notwendig ist. Das hängt mit dem Transferentzug zusammen. Also kommt der auf gut 2.000 Euro 600 Steuern im Jahr und in unserem Modell würden etwa 62 Euro Steuern bezahlt. Das hängt damit zusammen, dass wir eben bewusst jemanden genommen haben, der oberhalb der Grenze von 1.000 Euro ist. Auch da eine besonders starke Entlastung, was ja auch der Zielpunkt eigentlich ist. Diese wieder stärker für Arbeit zu interessieren, engagieren und auch anzupassen. Und wenn wir in der Situation ist hier besonders stark sein. Das ist mal der Vergleich zusammengestellt. Wir haben also das Beispiel, dass bei großen Einkommen auch eine Entlastung stattfindet, aber nicht eine so starke, um die 20%, bei mittleren 29%, dann bei den Durchschnittseinkommen, die man derzeit so in der Arbeitnehmerschaft hat, bei gut 30%. Die stärkste Entlastung im steuerlichen Bereich haben wir dann bei über 90%, bei 97%. Anscheinend sind die grafischen, die gehen alle nicht. Seht ihr auch die Beine, das war nicht gedrückt. Das ist auch ein einzelnes Bereich, die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und zwischen der Pflegeversicherung 70, 90, 2011. Und man sieht auch, welche besonders stark wachsen, Krankenversicherung in den letzten Jahren. Die Rentenversicherung auch, aber da ist ja ein Deckel eingezogen worden. Und hier kann man das nochmal grafisch sehr gut verfolgen. Das allein in den letzten 6 Jahren eingewachsen ist, aber was eigentlich noch kommt. Deswegen haben wir diese Grafik aufgenommen. Was da bei der Rentenversicherung passieren müsste, das ist über Beiträge nicht darstellbar. Wenn man das über Beiträge, egal ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder beide darstellen würde, würde die Arbeitsentlastung viel zu stark. Das ist der Faktor Arbeit wird zu teuer. Insofern sind die großen Probleme eigentlich in den nächsten 20 Jahren, ist auch logisch, der demografische Knick ist ja erst jetzt in der Phase, wo wir in die Arbeitswelt eingehen. Das heißt, im Moment haben wir zum Beispiel in neuen Ländern, wo ja die Geburtenentwicklung 1989, 90 um etwa -60% war, -60%. Das geht jetzt in die Arbeitswelt, in die Studienwelt ein. Das heißt, das sind die Beitragszahler oder Nicht-Beitragszahler von heute Morgen übermorgen. Das heißt, dadurch gibt es diese starke Änderung bei der Krankenversicherung, hängt es mit der demografischen Entwicklung an, dass wir ja von einem eigentlich normalen Alterspyramidenbaum, der sich darstellen müsste, in eine gekippte Pyramide kommen und gleichzeitig auch der medizinische Fortschritt. Das sind also die Punkte. Hier auch nochmal die Entlastungswirkung, die habe ich eben schon kurz dargestellt. So, das ist eine Umfrage, die vor einem Monat gemacht worden ist von Forsa, kann man leider nicht lesen, unten sollte stehen Forsa. Vielleicht kann man es ein bisschen rüberschieben. Geht das? Vielleicht ein bisschen. Das hat Forsa für uns im Oktober dieses Jahres gemacht. Ach, das ist locker. Das zeigt ein wenig die derzeitige Erwartungshaltung oder die politische Stimmungssituation. Wenn die Leute gefragt werden, ist die derzeitige Unterstützung für Bedürftige richtig, zu schlecht und so weiter. Sie können das selbst lesen. Jedenfalls eine veritable Gruppe in Deutschland meint, sie müssen besser werden. Das entspricht auch ein wenig dem, was einzelne und andere immer wieder darstellen.
eine latente Stimmung, es geht ungerecht zu. Es geht zu ungerecht zu. Man muss es tun. Das hatte ich eben schon, hier kann man nochmal das Ganze schön grafisch sehen. Die blaue Kurve, die heutige Steuerbelastung, man sieht, eine Gerechtigkeitskurve, je höher die Einkommen, je höher die Belastung. Und man sieht aber bei der roten Kurve nach der Einführung eines solidarischen Bürgergelds, genau was ja auch das Ziel ist, eine generelle Entlastung, ja, das ist wichtig, Leistungsträger, mittlere Einkommen, aber besonders starke Entlastung und dann Anreizwirkung zu Win-Win-Situationen im niedrigen Einkommensbereich. Und je niedriger das Einkommen, je stärker wird ja die Netto-Auszahlung des Bürgergelds. Das ist ein wichtiges Element, Alterssicherung. Und deswegen noch einmal zusammengefasst, man kann so definieren, die Bürgergeldauszahlung ist dann Rentenalter, Grundrente, die gilt. Dann kann jeder, je nach Leistung, Lebensarbeitsleistung und Einkommen, eine Zusatzrente bis 1800 bekommen. Und dann Gesundheitsprämie abgerechnet wäre also eine maximale Netto-Bürgergeldrente von 2,2. Private Vorsorge, ähnliches ist da ja nie angesprochen, das ist immer zusätzlich möglich und auch ja oft erreicht. Das zeigt einmal die Rentenauszahlungsentwicklung der nächsten Jahre. Das ist also jetzt keine Statistik für die Zukunft aufgrund von neuen Systemen, die eingeführt werden, sondern eine Statistik, die sich aus dem heutigen System entwickelt. Genau so würde sich die Rente im Blick auf die Bruttolohnentwicklung ergeben. Und man sieht, dass die großen Probleme eigentlich noch vor uns stehen. In den nächsten 20 Jahren. Dass wir irgendwann dann in 10 und dann in 20 Jahren auf unter 40% des heutigen Bruttodurchschnittsverdienstes kommen. Was das heißt, immer mehr Menschen werden zu Grundrenten. Grundrentenempfänger gibt es auch heute. Die Zahl steigt auch. Das heißt, die gehen zur Kommune und die Kommune muss diese Grundrente sichern. Das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Das sind die derzeitigen Zahlen. Pensionen von etwa 48 Milliarden und Renten von 38 Milliarden werden derzeit ausgezahlt. Das sind die statistischen Zahlen aus dem Bundesamt. Die Quellen stehen dann immer unten aufgeführt. Und wenn man jetzt in das System Bürgergeld übergehen würde, dann hätte man nach der heutigen Bevölkerung und nach der heutigen demografischen Schichtung in Deutschland diese 145 Milliarden etwa Auszahlung, sogenannte Grundrente, in etwa 10 Jahren 176, das sind die 600 Euro, und dann die Zusatzrente, die ich vorhin angesprochen habe, das würde auch noch den heutigen Zahlen sich ergeben als Zahlen und Rechnungsmodellen, wäre dann diese Zusatzrente und dann die Grundrente, die ich eben im Schaubild gezeigt habe, zugerechnet. Und dann kann man erkennen, diese Vergleiche mit den heutigen Auszahlungssummen, Pension und Rente und mit dem, was wir einführen würden, zeigt, ich sag mal, ohne Überschuss, es rechnet sich. Ich kann gerne den Überschuss nennen, aber er soll deutlich machen, es rechnet sich. Hier einmal ein Rentenehepaar, das mit einem gemeinsamen Kind dann in die wohlverdiente Rente einsteigt. Da wird es also Grundrente geben, die Zusatzrente, die 412 Euro ergeben sich eben bei der Ehefrau aus der Lebensarbeitszeit und Lebensarbeitsleistung. Dann die Elternrente und die Gesundheitsrente abgezogen, Ehepartner ganz genauso dargestellt und sie hätten eine Netto-Rente von gut 2.100 Euro. Das Ganze auch mal mit einer alleinerziehenden Rentnerin mit einem Kind. Auch da ergeben sich 824 Euro aus der Lebensarbeitszeit und Lebensarbeitseinkommen. Übrigens ist da die Formel genommen, die heute auch gilt. Es gilt die gleiche Formel, wie auch heute gerechnet wird. Nach diesem Rechenbeispiel sind wir vorgegangen.
Dann ein wichtiges Element Gesundheit, Pflege, integriert. Auch das, denken wir, muss eine Pflichtversicherung sein, die aber eine Marktpflichtversicherung ist. Das heißt, jede Kasse, Gesundheitskasse, privat und gesetzlich muss eine solche Versicherung für den Mindesttarif anbieten. Zusatzangebote sind immer möglich und auch nötig, wie das heute sich langsam im Markt entwickelt. Hier einmal die heutige Ausgabesituation. Das ist die derzeitige aktuelle Situation nach Bundesamt. Gut 209 Milliarden Euro. Auftrag brauche ich nicht vorlesen, können Sie sehen. Und wir würden ja jetzt von jedem 200 Euro Gesundheitsprämie ins System holen, eine Pflicht. Und damit hätten wir ungefähr 195 Milliarden Euro Einnahmen. Das ist jetzt für 1,5 Millionen gerechnet, also die derzeitige aktuelle statistische Zahl. Dann würden wir zusätzlich ins System geben 25 Milliarden Morbiditätsfonds, den gibt es im Moment auch schon zwischen den Kassen. Das ist der Fonds, der die Belastungen ausgleicht. Es gibt ja Kassen, die stärker von Risikogruppen betroffen sind. Altersstruktur oder Einkommensstruktur, Krankheitsstruktur etc. Sodass wir ein Budget im heutigen System hätten, wenn wir es einführen würden, für ungefähr 220 Milliarden. Und eben hatte ich ja die Grafik davor, die heutige Ausgabesituation von 209. Also auch da, es würde finanzierbar sein. Trotzdem nochmal etwas zum Gesamtfinanzierungsaufwand. Ich weiß nicht, wer die Aufschreibung der Wirtschaftsweisen regelmäßig diesen Bericht. Die Wirtschaftsweisen, die ja jedes Jahr ein Gutachten abgeben, haben vor zwei Jahren sich in den solidarischen Bürgergeld gefasst und haben damals gesagt, das ist jetzt ganz grob und kurz vor, die Arbeitsmarkteffekte würden sich einstellen und auch die Sozialeffekte. Aber große ganze Negativposition im Gutachten, es ist nicht finanziert. Es rechnet sich. Deswegen haben wir auch einen neuen Ansatz in einem Buch sehr viel Wert auf diese Finanzierungslogik gelegt. Eine Reihe von Wissenschaftlern, die das mitgearbeitet haben, das kann man also nicht im Kurzvortrag zeigen, aber ich will wenigstens die wesentlichen Säulen deutlich machen. Das sind die Einnahmen. Die Einnahmen ergeben sich ja aus den Steuern. Ich habe deutlich gemacht, 40%. Diese 1,4 Billionen ist das derzeitige in Deutschland verfügbare Einkommen nach Statistischem Bundesamt. Darauf die 40% gerechnet, sind etwa 555 Milliarden Einnahmen. Das war ich jetzt nicht, warum das da drauf. Das verfügbare Einkommen sind also nach dem eben gezeigten Konzept dort genommen. Und dann wurde abgezogen, das muss ich nicht entschuldigen, aber es liegt nicht am Stick, aber irgendwo ist ja zwischen Programm und Stick ein Problem, das wir jetzt hier nicht lösen können. Wir haben abgezogen die Sozialtransfers, wir haben abgezogen die Einkommensbestandteile, die nicht in die Versteuerung gehen können, gibt es ja immer, die Steuerfreibeträge etc. Und man kommt auf etwa zu versteuerndes Einkommen 1,388, das was ich eben auch angenommen habe, als zu versteuerndes. Die zweite Säule der Finanzierung, das ist ganz wichtig, neben der Einkommenssteuer, die Konsumsteuer, heute Mehrwertsteuer. Da oben sehen wir die Bemessungsgrundlage, das ist diese 1,6 Billionen, die aktuelle Umsatzgröße in Deutschland, 2009. Davon dann einheitlicher Konsumsteuersatz, 19%. Wir haben dann, so wie das auch aktuell ist, für die Lebensmittel und alkoholfreie Getränke den verminderten Satz, 7% genommen, haben das abgerechnet und man kommt auf gut 300 Milliarden Einnahmen. Wer jetzt von Ihnen in die Statistik schaut, wird sagen, warum ist das heute weniger als in meiner Rechnung? Relativ klar, die Bemessungsgrundlage kommt einfach raus. Ich rede bewusst von Konsumsteuer. Es gibt heute Bereiche in unserer Welt,
täglichen Leben, da zahlt man überhaupt keine Mehrwertsteuer oder Konsumsteuer drauf. Das heißt, wir verbreitern die Messungsgrundlage, dass alles, was im Konsum steht, egal aus welchem Sektor, steht auch unter der Konsumsteuer. Ausgenommen die Verringerung der Lebensmittel und alkoholfreien Getränke. Vorhin hat, weil wir es gesagt haben, von Gezerma gesprochen, hier liegt sozusagen ein fundamentales Prinzip zwischen uns, was anders definiert ist, er geht ausgesucht. Das ist sein einziges Finanzierungsmittel. Hier einmal, wie man auf die eben genannte Zahl kommt, ich zeige es nochmal kurz, diese 1,6 Millionen. Also man hat das gesamte Bruttoinlandsprodukt genommen, den Außenbeitrag, dann eine Vorratsveränderung, die wird heute auch ständig abgezogen, dann die Anlageninvestitionen, Wohnungsbau und ähnliches, all das eben subtrahiert und dann die unterstellten Mietzahlungen, Verzinsungen für Finanzdienstleistungen etc. Und man kommt dann, so sagt es auch um die Deutsche Bundesbank, das Statistische Bundesamt, auf etwa 1,6 Millionen bis aktueller Wert. Das verschiebt sich natürlich je nach Konsumsituation. Das ist die dritte Säule der Finanzierung, und zwar die Lohnsummensteuer. Ich habe vorhin kurz dargestellt, Arbeitgeber eigentlich klassisch im Moment um 20% über Nebenkosten. Die werden abgeschafft, weil es keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung mehr gibt. Und dafür aber eingeführt die Lohnsummenabgabe, Lohnsummensteuer. Von 18% Arbeit wird billiger, aber trotzdem teilen sich Arbeitgeber. Die Größe, die dort steht, entspricht der aktuellen Zahl 2009 der Bruttolöhne und Gehälter, 392 Milliarden. Auch das variiert dann von Jahr zu Jahr, das ist also keine fiktive, sondern eine aktuelle Größe aus 2009, ergeben sich die 178 Milliarden ungefähr. Jetzt zu den Ausgaben, wir stellen das nachher nebeneinander. Da haben wir natürlich das Bürgergeld für alle, 81,5 Millionen Menschen, diese 586 Milliarden Euro. Dann haben wir das, was sich um Rente und so weiter bewegt, Bruttobürgergeld, dann die Zusatzelternrente, die habe ich vorhin in einer Säule erklärt gehabt, 133 Milliarden, Arbeits- und Elterngeld, entspricht der heutigen Statistik, 19 Milliarden. Wir haben Rücklagen aufgenommen und auch die Mobilitätsfonds, die kommen in Summe auf Bruttokosten von ungefähr 782 Milliarden Euro. Erklären muss ich, wie man auf diesen eben genannten Betrag kommt, zeige ich gleich, die Sozialkosten. Wir haben ja im Moment im Steuersystem diese Steuereinnahmen und die fallen ja weg. Das sind um die 375 Milliarden. Kann man im Detail dann auch nachfragen, Lohnsteuer, Veranlagungssteuer und so weiter. Solidaritätssteuer. Das sind die Transfers, die, wenn wir das Bürgergeld einführen, entfallen. Also Hartz IV, Wohnkosten, bestimmte Zuschläge, die also im Moment bezahlt werden, die aber dann wegfallen. Das ist in Summe 180 Milliarden. Und wenn Sie jetzt diese beiden Zahlen vergleichen, 75 nehmen wir weniger ein, weil die Steuern wegfallen, und 180 sind wegfallen, das ist natürlich ein Gap. Und genau darum geht es, diese 194 Milliarden, gut, muss man auch gegenfinanzieren. Das sind ja Sozialtransfers, die nicht wegfallen. Oder Aufgaben der Infrastruktur, Aufgaben der Kultur etc. pp., die ja weitere Aufgaben auch bleiben. Deshalb sind die 194 Milliarden mit dazu zu nehmen. Und deshalb jetzt grob gegenübergestellt Einnahmen, die ich vorhin ja erklärt habe, die Einkommensteuer 40%, Konsumsteuer 19%, Lohnsummensteuer 18%, das sind die rund 1,36 Milliarden. Dann die Ausgabenbürgergeldkonzept, die ich eben
gezeigt hat. Das ist also das Bürgergeld, Elternrente, der Mobilitätsfonds, das Arbeitslosengeld 1, 782 Milliarden und die eben definierte Deckungslücke, also noch verbleibende Ausgaben, die auch heute im Plan vorhanden sind, von 194 Milliarden, kommen also auch trotz dieses Abzugs immer noch auf einen Überschuss von über 58 Milliarden. Immer dazu gesagt, keine Veränderung im Arbeitsmarkt gedacht, das ist auf die heutige Situation gerecht. Wir haben also doch nicht prognostisch Arbeitsmarktentwicklung eingerechnet, sondern es ist auf die heutige, das ist auch letztes Jahr gefundene Arbeitswelt, Beschäftigungswirklichkeit, Altersstruktur der Gesellschaft bezogen. Hier noch einmal die Gegenüberstellung der positiven Einkommensteuerzahlung und der negativen Einkommensteuerzahlung, auch nach heutiger Statistik. Und man sieht hier noch einmal sehr gut, dass bei 1.500 Euro also genau dieser Punkt ist, bei dem es zwischen der negativen, das heißt der Auszahlung der Steuer und der positiven Einkommensteuer auf die Frage, auch in der Forsa im Oktober, es gibt ja dadurch auch Freizeiteffekte. Es ist ja auch ein Thema, das Freiheit gefallen ist. Und da wird ja oft unterstellt, die Mehrheit der Menschen werden einfach nur nichts fallen in einem deutschen Modell. Und einfach nur möglicherweise sich zurückziehen aus der Gesellschaft. Und da ist ein ganz interessantes, sehr aktuelles Ergebnis von Forsa, dass es also durchaus eine ganze Reihe von wesentlichen Betätigungen gibt, die ich auch fordere, das ist keine Frage, aber auch von wesentlichen Betätigungen, die für die Leute relevant sind. Ich bräuchte das eigentlich gar nicht so betonen, weil auch aktuell in Deutschland Milliarden Stunden mehr oder in der Familie. Das heißt, es ist eine praktische Wirklichkeit, die wir hier auch nochmal durch die Umfrage bestätigen. Deshalb sehen wir in diesen drei wesentlichen Säulen der Arbeit, insgesamt wird die Belastung geringer und dadurch wird die Schwelle zur Arbeitsaufnahme günstiger für jeden, vom Kleinstverdiener bis zum Hochverdiener. Und zweitens, ich mache es nochmal günstiger, was in Deutschland durchaus ein Thema im Vergleich im Wettbewerb europäischen Nachbarn. Zweitens habe ich dann mit der Reduktion der Lohnzusatzkosten im Besonderen nicht mehr dieses dynamische Element für die nächsten Jahre, was passiert, wenn dann die Alterspyramide sich weiter verschiebt, Rente, Gesundheit, müssen dann die Lohnnebenkosten wieder steigen. Und drittens, das ist ganz entscheidend, das habe ich vorhin zitiert aus dem Aufruf in Jena von 2008, existenzsicherndes Mindesteinkommen. Und jedes Einkommen und damit jede Arbeit ist damit existenzsicher. Ob sie Vollzeit ist, ob sie hoch verdient, ob sie mittel verdient, das durch das solidarische Bürgergeld ist es ein Eintritt zum existenzsichernden Mindesteinkommen. Ich sage deshalb auch gerne, das unterscheidet man ja oft von den Liberalen, natürlich ist es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es zum Beispiel jetzt Werner definiert, sondern ein partielles Grundeinkommen. Ein partielles, bedingungsloses Grundeinkommen. Denn erst durch die moralische Pflicht zur Arbeit, durch die moralische Anspruchswirklichkeit wird es dann. Bei der Frage Rente, es ist ganz offensichtlich, ich habe die Grundrente, damit ein hohes Maß an Sicherheit, keine Frage, aber durch die Lebensarbeitszeit, Lebensleistung kann ich die Zusatzrente deutlich einbringen, damit ist die Altersarmut bekämpft und drittens habe ich einen soliden Finanzierungsstrang. Der solide Finanzierungsstrang ist einmal Steuern, die drei Steuerelemente habe ich genannt, und daneben Lebensleistung. Und drittens bei Gesundheit und Pflege. Ich hatte vor wenigen Tagen in der Vorstellung des Buches jemanden von den Grünen mit dabei und er sagte, aber da unterscheiden wir uns, wir sind für die Bürgerversicherung. Und da habe ich gesagt, wieso unterscheiden wir uns da? Ich bin zwar nicht für die Bürgerversicherung,
Aber als jemand, der Naturwissenschaft studiert, sage ich, mir ist eigentlich egal. Genau das gleiche. Ich kann, wenn ich das aus Ideologieverliebtheit will, gerne sagen, von den 40% Einkommenssteuer denke ich mir mal 3% Bürgerversicherung. 2,1 oder 5, ich habe jetzt nicht gerechnet, Entschuldigung. Es ist vollkommen unerheblich. Jeder Bürger des Landes teilt mit seinem Steuerzahlungsbescheid gleichzeitig mit, dass er sich an der Gesamtfinanzierung des Gesundheits- und Pflegesystems beteiligt. Nämlich immer in der gleichen Höhe, nämlich abhängig von seinem Einkommen. Ob das dann 3% von 40 sind, 1% oder 5%. Ich will zwar auch ein anderes Beispiel nehmen, weil wir da über Solidaritätszuschlag in Deutschland so kräftig standen. Wenn der Solidaritätszuschlag, ich könnte ja als Ostdeutscher sagen, schön, dass wir den haben, ja dazu benutzt würde, 1:1 im Osten zu investieren würden, dann wäre ich ja ganz zufrieden. Dann hätte ich nämlich Transparenz im System. Und die Transparenz haben Sie nicht. Sie können ja mal jeden Bundesfinanzminister in den letzten 10 Jahren fragen, ob er Ihnen das sagen kann. Keiner kann es Ihnen sagen. Was ist es? Einfach eine Steuer. Für alle Deutschen. Je nach Einkommen. Keine Frage. Und deswegen bin ich ein Stück aus systematischen Gründen gegen solche Partikularisierung des Steuersystems, indem ich sage, okay, 1% dafür, 3% dafür, 4% dafür, kann man machen. Ist vielleicht für Liebhaber schön, weil sie dann sagen, ist alles drin im System, eben auch Bürgerversicherung für Gesundheit und Rente, aber ist für die Gesamtsystematik vollkommen uninteressant. Der Staat, die Gesellschaft hat Aufgaben, die müssen finanziert werden. Dazu gehört auch Gesundheit und Pflege, auch Infrastruktur, auch Bildung und so weiter, wenn sie finanziert werden. Insofern ist es vollkommen egal, welche Entscheidung ich schreibe. Waren wir da sogar einig, aber ich war in 10 Minuten, dass es von mir auch so gesehen wurde, dass es eigentlich kein Unterschied ist. Und dann, jeder Versicherte hat zwar die Kasse seiner Wahl, aber es gibt Wettbewerb, aber gleichzeitig auch dadurch, dass es eine Versicherungshöhe gibt, eine Grundlage für eine allgemeine Versorgung, die dann auch kompensiert werden muss durch private Führung. Und insofern habe ich mit der Weiterentwicklung mit vielen Freunden, Bekannten, unter anderem Professor Schramm, der an ihrer Universität ja lehrt, in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich Jahren, versucht, die solidarische Bürgerschaft weiterzuentwickeln. Ich bin relativ gewiss, keine deutsche Partei, keine demokratische Partei in Deutschland, wird in der Lage sein, ein solches Konzept auf einem Parteitag zu diskutieren, am Ende abzustimmen und einzuführen. Sondern hierhinter steckt ein Paradigmenwechsel. Und diesen Paradigmenwechsel muss man denken, den muss man wollen. Und dazu muss man sich von einigen Tabus im Denken trennen. Zum Beispiel vom Tabu zu glauben, wir wollten eine Gesellschaft, in der das Pauluswort 1:1 umgesetzt wird. Paulus, wenn Sie nachlesen, der Bibel hat einmal gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das hört sich übrigens sehr logisch an. Und so mancher sagt, stimmt, so muss es sein. Jeder muss sich anstrengen, einsetzen. Aber wir haben eine Solidargemeinschaft. Aber was wichtig ist in einer solchen Solidargemeinschaft, das ist, dass man Motivation, aber auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen, sich einzubringen, umfassend erhält, dass es dann einige wenige geben wird, die auch das nicht nutzen, weil sie sagen, okay, das ist für mich genug. Mag sein. Gibt es auch heute. Heute werden sie verbürokratisiert, verwaltet und damit mit relativ hohem Aufwand zusätzlich versorgt. Auf unser aller Kosten. Und ich denke, wenn man diese Tabus in der aktuellen Debatte mal beiseite schickt und ganz real auf unsere Wirklichkeit schaut, die wir ja auch wollen, im Grundsatz, dann wird man feststellen, wir brauchen einen Neuansatz für die Frage, wie sichere ich das Mindesteinkommen und gleichzeitig, wie sichere ich einen wirklich optimalen Zugang zu der Breite der Arbeitswelt. Das haben wir im Moment nicht. Ein Teil der Arbeitswelt existiert, aber schwarz. In der sogenannten Schattenwirtschaft. Übrigens Milliarden.
Nun kann man sagen, das ist zum Teil unwürdige Arbeit. Oder das ist Arbeit, die nicht ausreichend Lohn erbringt. Unwürdig würde ich sagen, nein, weil Arbeit ist immer ein Wert an sich und muss und sollte erbracht werden. Egal in welcher Form, egal an welcher Stelle. Nicht ausreichend Lohn kann sein, weil sich Arbeit rechnen muss. Arbeit muss ich finanzieren. Ich weiß, und die immer sagen, da helfen die Mindestlöhne. Und ich habe die Debatte durch, als ich da andere Ämter hatte. Und habe gesagt, okay, welche Berufsgruppe meinen Sie? Die Friseure zum Beispiel waren ja immer stark angesprochen. Ich sage, okay, Sie sind da bereit beim Friseur, ich spinne jetzt, weil ich gerade nicht weiß, 30 Euro zu bezahlen. Wieso? Ich sage, Sie müssen doch den Lohn bezahlen. Oder ich? Wir? Der Lohn ist doch nicht fiktiv. Der kommt vom Markt. Sind Sie denn bereit, den Preis zu zahlen? Oder gehen Sie dann auch in Ihre Wohnung und fragen die Nachbarin, weil Sie wissen, sie kann Haare schneiden, ob Sie ihnen nicht für 10 Euro die Haare auch so schneiden? Was in Deutschland nur 40% aller Deutschen machen. Das heißt, wir können so Debatten führen, aber wir führen, wenn man mal ganz in die Tiefe geht, nicht wirklich weiter. Und deshalb, das Modell soll zur Diskussion anregen. Es soll ein Beitrag dazu sein, dass ich glaube, auch im 21. Jahrhundert ist die soziale Marktwirtschaft absolut zukunftsfähig, aber wir müssen was ändern und damit wollen wir einen Beitrag leisten, dass diese Debatte zum Ende für uns kommt. Schönen Dank.